überraschend ins Finale gekommene Madil Cora Fuentes Spanien, Nummer 292 Ludmila Pragina aus der Sowjetunion und mit Nummer 17 Svetla Slateva aus Bulgarien. Jeweils zwei Läuferinnen auf einer Bahn. Ich glaube, 8 Endlaufteilnehmerinnen sind einfach zu viel. Man sollte sich hier auf 6 beschränken. Außerdem kommt es mir merkwürdig vor, dass gerade die Damen diese schwierige Strecke zweimal an einem Tag laufen mussten, während die Herren gestern den Vorlauf und heute das Finale haben. Der erste Start ist geglückt. Ihnen also an dem Bruststreifen erkennbar, an den geteilten Maria Sikora, von der Gunnar Brokop, ein Prophet, bekanntlich sagt, gerade die todsicheren Tipps, sie wird sicher zwischen dem ersten und 8. Platz landen. Seine Favoritinnen Störling aus Britannien und die dänische Lehrerin Dampolesen sind ausgeschieden. Gennady Plisnetsov, erster Versuch 5,20 Meter und gescheitert. Und Maria Sikora hält sich ausgezeichnet. Sie liegt derzeit an zweiter Stelle hinter der Holländerin Kaiser Lahmann. Kaiser Lahmann führt also vor Maria Sikora. Maria Sikora darf man hier eine sehr gute Leistung zutrauen. Noch immer Kaiser Lahmann im Front vor Maria Sikora. Aber jetzt, es gibt eine Rempelei. Maria Sikora wurde, aber sie konnte sich durchsetzen. Und zwar hat sie mit Svetla Slateva etwas gecatcht. Svetla Slateva jetzt in Führung, aber die Deutsche Janze von Maria Sikora und Svetla Slateva. Es sind noch eineinhalb Runden zu laufen. Eineinhalb Runden sind zu laufen in dieser Konkurrenz. Es führt noch immer die Deutsche. Hildegard Janze. Hildegard Janze in zweiter Position, noch immer Maria Sikora. Und nun kommt noch wieder Fragen raus. Und die Polen geht außen. Ein mörderliches Finale. Maria Sikora ist im Front. Maria Sikora eine dreiviertel Runde vor dem Ziel in Führung. Sie wird angegriffen von Nummer 202 Kolakowska aus Polen. Sikora behält die Führung. Sikora ist noch immer vorne. Sie wird folgend ab. In der letzten Kurve. Maria Sikora in Führung. Eine Sensation scheint sich anzubahnen. Maria Sikora noch immer vorne. Und sie wird sicher siegen. Es ist kaum mehr anzunehmen. Ein klarer Sieg der Österreicherin. Ein großartiger Erfolg in 2:06,9. Eine Weltklassezeit. An zweiter Stelle dürfte die Sowjetrussin Pragina gewesen sein. Es kann aber auch Safonova gewesen sein. Ich konnte es jetzt nicht mehr genau sehen. Gunnar Brokop gratuliert Maria Sikora, die ihren größten